Okay, wir schauen uns folgende Aufgabe an. Der Skifahrer ist auf dem Hang mit einer Steigung von 112%. Das ist sehr steil. Er hat eine Masse von 90 Kilogramm und soll die Strecke von 100 Metern zurücklegen. Und wir fragen uns, welche Geschwindigkeit V hat er nach diesen 100 Metern, wenn wir ohne Reibung arbeiten. Also das ist nur eine grobe, absolute Oberschätzung. Gut, die erste Frage, die uns hier interessiert, ist die Größe des Winkels Alpha. Genau. Und bei diesen 110, 112% geht man folgendermaßen vor. Man kann sich das so vorstellen. Wenn ich hier 100 Meter habe, habe ich hier 112 Meter. Und da habe ich den Winkel Alpha. Und das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Das ist der Tangens. Tangens Alpha ist Gegenkathete durch Ankathete. Genau. Und damit gilt Tangens Alpha gleich 112 durch 100. Und Alpha oder Prozent 112 durch 100 ist also 1,12. Alpha bekomme ich mit Tangens hoch minus 1 von 1,12. Am Taschenrechner Shift Tangens dran denken, dass der Taschenrechner auf Deck geschaltet ist. Wir haben hier Gradmaß. Und dann bekommen wir einen Winkel von 48,2 Grad, so ungefähr. Also manche glauben, 100% wäre senkrecht, aber 100%, das würde genau 45 Grad entsprechen. Schon sehr steil. Okay, den Winkel haben wir jetzt. Wie geht's weiter? Es gibt hier so ein Kräfteparallelogramm, also auf diesen Skifahrer wirkt natürlich die Gewichtskraft, Fg. Und die zerlegen wir in zwei Kräfte, eins parallel und eins senkrecht zum Hang. Also wir tun so, als ob es zwei Kräfte gäbe. Es gibt natürlich nur eine Kraft, aber wir tun so, also wir ersetzen diese Kraft durch eine Hangabtriebskraft Fh und eine Kraft senkrecht auf den Hang, die nennt man üblicherweise Normalkraft. Und der Winkel Alpha, der findet sich jetzt an der Stelle wieder. Hier ist Alpha. Okay, also das ist Alpha und das ist der gleiche Alpha wie der hier. Den male ich hier nochmal ganz klein. Zwischen Horizont und Hang ist der gleiche Winkel wie hier. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die Hangabtriebskraft mit dem Alpha und mit der Gewichtskraft auszurechnen. Die Hangabtriebskraft, die ist auch nochmal hier. Das Alpha ist nochmal da oben. Vielleicht können wir ein bisschen rumradieren. Vielleicht wird es dann so. Hier ist Alpha. So, und ich habe, es ist immer hier ein rechter Winkel drin. Rechtwinkliges Dreieck. FH ist die Gegenkathete und FG ist die Hypotenuse. Also, Sinus Alpha ist Gegenkathete zu Hypotenuse. Und damit ist es FH zu FG. Und damit kann ich jetzt mein FH berechnen. FH gleich FG mal Sinus Alpha. Gut, warum tue ich das? Vielleicht hätte ich die Strategie erst erzählen sollen. Wir suchen ja V. V ist gleich Fragezeichen. Um eine Geschwindigkeit zu bekommen, brauche ich in dem Fall die beschleunigende Kraft. Also um die Geschwindigkeit nach 100 Meter zu bekommen, brauche ich die Beschleunigung Alpha und um Alpha zu, Entschuldigung, die Beschleunigung A. Und um die Beschleunigung zu bekommen, brauche ich die Kraft Fh. Ja, und so gehe ich jetzt vor. Also erstens die Hangabtriebskraft, dann zweitens die Beschleunigung und erst zum Schluss bekomme ich das, was ich eigentlich möchte, nämlich drittens die Geschwindigkeit nach 100 Metern. Also ich bin beim ersten Schritt. Ich kriege jetzt hier die Hangabtriebskraft. Die Gewichtskraft ist ja immer m mal g. Fh ist m mal g mal Sinus Alpha. Könnte man ausrechnen, muss aber gar nicht sein. Jetzt brauche ich als zweiten Schritt die Beschleunigung. Für die Beschleunigung gibt es mehrere Formeln, nämlich folgendes.
V Quadrat ist 2as, s gleich 1 halb at Quadrat und a gleich Delta V durch Delta T. Alle diese Formeln gelten für die beschleunigte Bewegung, das heißt für a ist konstant. Den einzigen Fehler, den man machen kann, ist, wenn man v gleich s durch t schreibt. Das ist hier völlig falsch, weil das gilt für v ist konstant. Okay, gleich wieder vergessen. Also die nicht, alle anderen gehen eigentlich. Ich habe, und gleich genau, und die Kraftformel natürlich, und f ist m mal a. Und ja, im ersten nehme ich die f ist m mal a, um dann im nächsten die Geschwindigkeit zu bekommen. Also, hier ist immer. Also, f gleich m mal a, a gleich, die geht ja durch die Masse, f Hangabtrieb durch m. Und da kann ich jetzt eleganterweise dieses Hangabtrieb einsetzen, m mal g mal Sinus Alpha durch m. Man merkt hier, dass die Masse von 90 Kilo eigentlich unwichtig war. Das heißt, am Schluss habe ich die Beschleunigung, mit der Skifahrer beschleunigt wird, ist einfach g mal Sinus Alpha. Gut. Und im nächsten suche ich die Geschwindigkeit. Ja, wo habe ich die? Ich habe hier eine Geschwindigkeit, das ist schon ganz gut, weil ich habe die 100 Meter s und habe das a. Es wäre noch, die Geschwindigkeit wird auch hier drin stecken, aber ich weiß eigentlich nicht, welche Zeitdauer der Skifahrer unterwegs ist. Wenn in einer extra Aufgabe die Zeitdauer gefragt wäre, könnte ich genau diese Formel nehmen. Also wir nehmen die Formel mit V Quadrat. V Quadrat ist 2as und das a war ja g mal Sinus Alpha, das heißt V Quadrat ist 2 mal g mal Sinus Alpha mal s, natürlich noch die Wurzel ziehen. Und das war dann auch schon die ganze Aufgabe. Also v ist Wurzel aus, 2 mal g mal Sinus Alpha mal s einsetzen. 2 mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal Sinus von 48,2 Grad mal die 100 Meter. 100 Meter, große Wurzel. Und das ist dann ungefähr 38 Meter pro Sekunde. Also das wären, V wäre dann so 140 Kilometer pro Stunde, aber das ist eben ohne Reibung. Also eine obere Abschätzung. Schneller wird er sicher nicht, wenn er behauptet, 150 km/h unterwegs gewesen zu sein, wäre es falsch. Aber genau, irgendwas drunter kann er schon schaffen.